Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Martin Oswald, Biochemiker und Ernährungsberater. Im heutigen Webinar schauen wir uns das Thema Schwermetalle mal genauer an. Letztens hatten wir Teil 1, da haben wir uns über die Entgiftung unterhalten. Und heute ist dann quasi Teil 2, baut darauf auf. Aber das erste Webinar nicht gesehen hat, ein paar Wiederholungen werden nochmal dabei sein. Das heißt, es wird problemlos für jeden so sein, dass er oder sie folgen kann. Bevor wir jetzt loslegen, wir werden jetzt ungefähr 60, 70 Minuten für den Vortrag brauchen. Danach haben wir noch eine Stunde Zeit für eine Live-Fragerunde. Holt euch gerne Kopfhörer, wenn ich zu leise bin. Auf manchen Endgeräten bin ich eher zu leise. Ich kann aber leider nicht lauter reden. Also holt euch bitte Kopfhörer und am besten auch noch einen Tee, einen Kaffee, je nachdem, oder ein großes Glas Wasser. Ich werde jetzt mit der Präsentation starten. Das bekommt auch jeder dann zugeschickt als Skript. Es wird im Laufe des Vortrags jeder auch eine E-Mail bekommen. Ich würde sagen, so gegen 19 Uhr bekommt dann jeder eine E-Mail, in der die wichtigsten Tipps drin sind, Empfehlungen, die Aufzeichnung, das Skript. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich einfach euch zurücklehnen, folgen, wenn ihr wollt, mitschreiben. Aber jeder bekommt die Inhalte dann zugeschickt. Und wie gesagt, wir haben noch Zeit für eine Live-Fragerunde, auf die ich mich immer ganz besonders freue. Jetzt starte ich mal mit der Präsentation. Wo haben wir es? Da. Genau, Schwermetalle gucken wir uns heute mal genauer an. Spannendes Thema, sehr heikles Thema. Und da werde ich auf jeden Fall auch hier und da mal ein paar Seitenhiebe einbauen in Richtung unseres Medizinsystems. Mythen, Halbwahrheiten werden wir auch vorstellen. Und das Ziel ist, dass du schwermetallfrei wirst. Wir werden uns angucken, wie du eine Schwermetallbelastung feststellst und wie du sie sanft entgiften kannst. Inhalt des heutigen Vortrages. Wir gucken uns erstmal allgemein an, was sind Schwermetalle überhaupt? Welche gibt es? Welche kennen wir? Was sind die wichtigsten Quellen im Alltag? Wie kannst du eine Belastung feststellen? Ich gucke dann auch mal an, wie du, also verschiedene Möglichkeiten werde ich vorstellen, wie du eine Belastung in deinem Körper feststellst. Eine davon, die H-Mineralanalyse, die einfachste und günstigste Möglichkeit, werde ich vorstellen, auch anhand meiner Ergebnisse. Und vielleicht auch mal die Ergebnisse kurz besprechen. Dann werden wir uns im restlichen Webinar eigentlich über eine gute Schwermetallausleitung unterhalten. Das besteht, in der richtigen Vorbereitung. Dann in der Chelartherapie, wer es gerne medizinisch angeleitet haben möchte. Es wird aber auch am Ende ein paar Protokolle geben zur sanften Entgiftung. Sanfte Entgiftung geht in die Richtung, wie kannst du deinen Körper maximal unterstützen, Schwermetall aus eigener Kraft zu entgiften und das auch schnell. Genau. Relativ kurz und schmerzlos. Steigen wir ein, würde ich sagen. Was sind Schwermetalle? Schwermetalle sind Metalle mit einer Dichte größer als 5 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist mal die grobe chemische Definition. Ihr seht hier das Periodensystem. Das sind alle Elemente, die wir aktuell auf dem Planeten Erde kennen. Und wenn wir uns da mal angucken, was sind davon Schwermetalle? Das sind diese ganzen gelb und dunkelgelb einmarkierten Elemente. Das ist nach der chemischen Definition, was ein Schwermetall ist. Eigentlich werden Titan und Aluminium, das sind beides Leichtmetalle, dennoch werden Titan und Aluminium mit reingerechnet. Deswegen Schwermetalle, diese alle. Ihr seht auch, dass einige für den Menschen unerlässliche Spurenelemente auch Schwermetalle sind, zum Beispiel Chrom, Mangan, Eisen. Heißt, auch diese können im Übermaß schädlich sein. Es gibt aber eben auch Schwermetalle, die in unserem Körper nichts verloren haben und überhaupt keine Funktion und Wirkung haben und die in jeder Konzentration toxisch sind. Dazu zählen zum Beispiel hier Quecksilber, Cadmium, Zinn haben wir, Tellur, Gadolinium. Ja, die haben alle überhaupt keine Funktion. Und unser Thema heute ist quasi, wie kommen diese Metalle in unseren Körper und wie bekommen wir sie da wieder raus? Das ist so die zentrale Fragestellung. Und an der Stelle auch nochmal, wer sich das erste Webinar noch im Nachhinein angucken möchte, kann das gerne tun. Da werde ich dann noch einen Link in die E-Mail reinpacken und gleich im Chat auch einen Link platzieren. Die bauen aufeinander auf und ich würde auch jedem empfehlen, sich die beide anzugucken. Viele
Praxistipps überschneiden sich. Auch viele Quellen und Ursachen für eine Belastung überschneiden sich. Deswegen ist es, denke ich, eine sehr, sehr gute Ergänzung für alle, sich die beide anzugucken. So, die bekanntesten Vertreter von Schwermetallen, die auch so in der Praxis am meisten Bedeutung haben und immer häufiger, am häufigsten vorkommen, sind Arsen, Nickel, Kobalt, Cadmium, Blei, Quecksilber, Palladium, Gadolinium und Aluminium. Wobei hier Aluminium, vielleicht auch Titan, wie gesagt, Gleichmetalle sind, aber die zähle ich jetzt da mal mit dazu, weil auch Aluminium und Titan in unserem Körper keine Funktion erfüllen und einfach nur schädlich sind. Das sind so die häufigsten, die kommen immer wieder vor. Symptome und Folgen einer Schwermetallbelastung. Bevor wir uns die Quellen, die Ursachen angucken und vor allem bevor wir uns dann über die Entgiftung unterhalten, so ein paar wirklich eindeutige Symptome, wo jeder mal in sich reinhören kann, sollte, ob eine hohe Schwermetallbelastung vorliegt. Es gibt so, also eine Schwermetallbelastung muss nicht immer in solchen Symptomen und Folgen resultieren, kann aber, wer solche Symptome und Folgen hier hat, kann auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall mal eine Schwermetallanalyse durchführen. Aber wie gesagt, auch wer, sage ich mal, nach außen hin als gesund gilt, kann trotzdem mit Schwermetallen belastet sein. Teilweise reichern die sich über Jahre, teilweise Jahrzehnte an, bevor sie sich in einem gesundheitlichen Problem manifestieren. Aber das sind so eindeutige Symptome, wo ich auf jeden Fall mal ein bisschen näher nachforschen möchte, die besonders für eine hohe Schwermetallbelastung sprechen. Unheilbare Akne, also wirklich sehr entzündliche Akne, starke Akne, auch im hohen Erwachsenenalter, wo nicht viel funktioniert. Ständige Müdigkeit, Immunschwäche und Allergien, besonders ganzjährlich Allergien und Heuschnupfen. Blaue Lippen trotz eisenreicher Ernährung. Eine Anämie, also niedrige Erythrozytenwerte, Eisen, Hämoglobinwerte und entsprechend auch ein geringer Sauerstofftransport im Blut. Autoimmunerkrankungen, Schilddrüsenentzündungen, kognitive Störungen bis hin zu Autismus, Alzheimer und Parkinson-Erscheinungen können auch mit Schwermetallen zusammenhängen. Multiple Sklerose, ganz, ganz häufig mit einer Quecksilberbelastung und mit Borreliose. ALS, das ist die Erkrankung, die auch Stephen Hawking hatte. Amyotrophe Lateralsklerose heißt es, glaube ich. Hängt auch sehr, sehr häufig mit Schwermetallen zusammen und Schleimhautdefekte wie Darmprobleme und Nebenhöhlenentzündungen. Da sollte man auch mal nachmessen. Das sind die Symptome, das können aber auch die Folgen sein, wenn wir uns über Jahre, Jahrzehnte hinweg mit Schwermetallen vergiften und die sich anreichern, dann kann es dazu kommen, es kann schleichend zunehmen, es kann aber auch irgendwann ein Tag kommen, wo scheinbar das System kippt und du quasi von einer Woche auf die andere entsprechende Krankheitszeichen hast. Genau. Das war jetzt mal so als Einführung, was Schwermetalle sind, wie du sie vielleicht auch erkennen kannst und was Folgen einer Schwermetallbelastung sein können. An der Stelle nochmal, ähnlich wie mit einer Toxinbelastung, das sind jetzt so die häufigsten Sachen. Es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich keine chronische Erkrankung, auch keine degenerative Erkrankung, die nicht mit einer Schwermetallbelastung zusammenhängen kann. Vor allem, wenn wir älter werden, reichern sich die Schwermetalle immer mehr in unserem Körper an. Und ja, ich würde sagen, die meisten Menschen haben ein Thema mit Schwermetallen und eigentlich sollte jeder alle paar Jahre mal eine Belastung messen, um dann zu reagieren. Was machen Schwermetalle? Warum sind sie so gefährlich? Es gibt Schwermetalle, die eine Funktion in unserem Körper haben. Es gibt auch Schwermetalle, die scheinbar keine Funktion haben und einfach nur toxisch sind. Was machen Schwermetalle? Schwermetalle in erster Linie deaktivieren Enzyme irreversibel. Wir erinnern uns, Enzyme sind Biokatalysatoren. Enzyme machen alle chemischen Reaktionen in unserem Körper. Und Enzyme, ein Enzym vereinfacht dargestellt. Ein Enzym hat immer ein aktives Zentrum, wo die chemische Reaktion stattfindet. Und das aktive Zentrum sollte eine gewisse 3D-Struktur haben. Und was Schwermetalle jetzt machen,
die binden sich an das Enzym irreversibel, also es kann da nicht mehr weggehen. Und indem die sich an das Enzym binden, verändern sie die 3D-Struktur des Enzyms und es kann seine Aufgabe nicht mehr durchführen. Das heißt, sie binden und deaktivieren Enzyme. Enzyme können nichts mehr machen. Das heißt, unser Stoffwechsel kommt mehr oder weniger schleichend zum Erliegen, weil Enzyme unsere Stoffwechselleistung komplett kontrollieren. Das heißt, Schwermetalle legen unseren Körper lahm, legen unseren Stoffwechsel lahm, unsere Zellen, unser Immunsystem. Und das alles ist irreversibel. Das heißt, das Enzym liegt dann so rum, kann seine Aufgaben nicht mehr erfüllen. Und der Körper muss erst wieder neue Enzyme produzieren. Und weil unser Körper Schwermetalle nur sehr, sehr langsam bis gar nicht selber entgiften kann, kann es dazu kommen, dass Schwermetalle unseren Körper im Laufe eines Lebens komplett vermüllen und das irgendwo dicht machen. Fast alle negativen Folgeerscheinungen sind darauf zurückzuführen, dass Enzyme deaktiviert werden. Natürlich können sich Schwermetalle auch an andere Gewebe binden und ablagern an Proteine. Diese Proteine können dann ihre Oberflächenstruktur verändern und können dadurch vom Immunsystem auch als körperfremd wahrgenommen werden. Das ist auch der Grund, warum Schwermetalle sehr, sehr häufig mit Autoimmunerkrankungen korrelieren, weil sie natürlich bestimmte Gewebetypen so verändern können, dass das Immunsystem denkt, hoppala, das ist nicht körpereigenes Gewebe, das greife ich jetzt an. Und das ist so der Mechanismus, warum Schwermetalle so ein Problem darstellen. Speicherorte von Schwermetallen. Das Ding ist, unser Körper braucht zwischen 20 und 40 Jahre, um Schwermetalle komplett wieder auszuscheiden. Wenn wir eine akute und hohe Belastung mit Schwermetallen haben, oder sagen wir, ich esse ein Jahr lang jeden Tag eine Dose Thunfisch, das ist eine hohe Belastung mit Schwermetallen. Das kann mein Körper nicht in diesem Tempo wieder ausscheiden. Das heißt, es wird gespeichert. Wenn es der Körper nicht sofort entgiften und ausscheiden kann, muss es gespeichert werden. Und je nachdem, verschiedene Schwermetalle haben verschiedene Affinitäten zu verschiedenen Gewebetypen in unserem Körper. Das heißt, sie werden unterschiedlich gespeichert und je nachdem, mit welchen Schwermetallen mein Körper jetzt belastet ist, kann es sich unterschiedlich niederschlagen. Es gibt also die drei wichtigsten Speicherorte für Schwermetalle in unserem Körper sind das zentrale Nervensystem, die Bauchspeicheldrüse und unser Fettgewebe. Manche Schwermetalle haben eine hohe Affinität zum Nervensystem, vor allem Quecksilber und Aluminium. Die Bauchspeicheldrüse ist eher Arsen und Blei und im Fettgewebe dann auch Cadmium. Und je nachdem, wo die Schwermetalle gespeichert werden, kann das entsprechend mit Krankheiten zusammenhängen, weil sich diese Speicherorte natürlich dann auch sehr viel schneller und sehr viel stärker entzünden, das Immunsystem alarmieren. Und genau im zentralen Nervensystem kann es dann zu Multiple Sklerose kommen oder zu ALS, zu Parkinson, zu Alzheimer, die alle auch mit Schwermetallen zusammenhängen können. Manchmal sogar kommt es zu Fehldiagnosen, vor allem bei MS. Multiple Sklerose ist sehr, sehr häufig eine Belastung mit Borreliose und mit Quecksilber vorhanden. Und das schlägt sich in MS-ähnlichen Symptomen nieder und es wird fälschlicherweise als eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert, obwohl es sich eigentlich um eine Schwermetallbelastung handelt. Bei Bauchspeicheldrüse, wenn sich da zu viel ablagert, kann es zu Typ 1 und 2 Diabetes kommen. Ist alles wissenschaftlich gut untersucht. Im Fettgewebe manifestiert sich das dann eher als chronische Entzündung, als Östrogendominanz, als Autoimmunerkrankung. Im Blut speichert unser Körper eher wenig Schwermetalle. Das wird hauptsächlich ins Nervensystem, Fettgewebe und in die Bauchspeicheldrüse gepackt. Und ja, gut, Blei kann man, speichert unser Körper ganz gerne in Knochen. Das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Aber das ist jedes Schwermetall ein bisschen anders und das sind die drei häufigsten Speicherorte. Ja, die wichtigsten Quellen in unserem Alltag. Jetzt wird es interessant. Wo kommen die verschiedenen Schwermetalle hauptsächlich her? Arsen hauptsächlich in Reis. Und zwar in den äußeren Schichten von Reis. Deswegen, wer viel Reis isst, ich empfehle, den Reis gut zu waschen. Ich tue den Reis in ein Sieb und ich halte das Sieb mit dem Reis so lange unter fließendes Wasser, bis das, was unten rauskommt, klar ist. Dann ist auch das Arsen abgewaschen. Arsen ist nur in der äußersten Schicht.
von Reis und den Reis gut waschen ist absolut notwendig. Nickel und Kobalt finden wir hauptsächlich im Feinstaub, also vor allem auch in Industrieregionen oder wer in Fabriken arbeitet, wo es zum hohen Ausstoß kommt. Cadmium finden wir im konventionellen Kakao, hauptsächlich wirklich im konventionellen Billigkakao, Bio-Kakao weniger, aber auch in Zigarettenrauch. Zigarettenrauch ist hochgradig mit Blei und Cadmium auch belastet und in den meisten Rauchern finden wir später auch in den Haaren Cadmium und Blei. Genau. Blei kann aber auch aus alten Rohrleitungen kommen, aus alter Wandfarbe. Alte, weiße Wandfarbe enthielt früher viel Blei, aber auch Fisch und Meeresfrüchte. In Fisch und Meeresfrüchten finden wir auch Quecksilber. Quecksilber finden wir allerdings auch in Amalgam. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Fisch finden wir auch Palladium. Dann haben wir noch Gadolinium. Gadolinium wird als MRT-Kontrastmittel eingesetzt, was eigentlich genauso dämlich ist wie Amalgam, weil Gadolinium in unserem Körper nichts verloren hat. Ist ein gutes Kontrastmittel, aber kann der Körper aus eigener Kraft nicht mehr entgiften. Deswegen bitte auch davon absehen, auf gadoliniumhaltige Kontrastmittel zurückzugreifen. Titan finden wir in den meisten Zahnpasten, auch in Sonnencreme, ja, aber das nimmt der Körper dann eigentlich kaum bis gar nicht auf. Zahnpasta allerdings, wenn wir uns unser Leben lang zweimal täglich die Zähne putzen mit einer Zahnpasta, die Titan enthält, und das ist ein Weißmacher, dann ist das ein gesundheitliches Problem. Aber auch künstliche Gelenke enthalten Titan und viele Menschen entwickeln dann gegen diese Titanimplantate allergische Reaktionen mit Folgeproblemen. Dann haben wir noch Aluminium. Aluminium finden wir in Fertignahrung, also gerade auch so Tiefkühltorten wird Aluminium gerne aufgesprüht, damit es schön glänzt. In Deo finden wir Aluminium, das nimmt unser Körper, unsere Achseln, Schweißdrüsen nehmen das auch auf. Das ist auch wissenschaftlich gut untersucht und in Feinstaub. Wahrscheinlich werden jetzt auch ein paar Leute fragen, was ist mit Chemtrail? Über Chemtrail möchte ich heute nicht reden. Das Thema ist mir zu kontrovers. Bitte seht es mir nach. Genau. Was sind die wichtigsten Quellen in unserem Alltag? Drehen wir die ganze Sache mal rum. Und dann werden wir uns gleich darüber unterhalten, wie du die wichtigsten Quellen für Schwermetalle und andere Toxine in deinem Alltag möglichst minimieren und ausschalten kannst. Einmal die Lebensmittel. Kakao, Bio, wichtig. Reis, vor dem Kochen gut abspülen. Fisch, vor allem Thunfisch. Thunfisch, Wertfisch, Königsmakrele sind die wichtigsten. Wenn wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, Meeresfrüchte und Algen. Das sind die wichtigsten Lebensmittel, die mit natürlich noch Fastfood und Fertignahrung, die mit Schwermetallen belastet sein können. Dann unser Arbeitsplatz. Wer in einem Chemielabor arbeitet, in einem Industriegebiet arbeitet, ja, oder wer, sag ich mal, im Stadtzentrum von Moskau oder Mexico City oder von Mumbai lebt, klar. Feinstaub. Dann in unserer Wohnung alte Holzschutzmittel und alte Wandfarbe enthalten Schwermetalle, das untersuchen lassen bei Verdacht. Alte Rohrleitungen, also Leitungswasser. Leitungswasser ist eine wichtige Quelle für Schwermetalle. Kontrastmittel und Medikamente, künstliche Gelenke, Amalgamfüllungen enthalten Zinn, unter anderem Zinn und Quecksilber, eine ganze Menge. Zahnpasta, konventionelle Kosmetika und Zigarettenrauch. Das sind so die wichtigsten Quellen in unserem Alltag. Die bitte mal kritisch überdenken. Gucken wir uns das mal genauer an. Fisch und Meeresfrüchte. Wir werden uns jetzt die vier wichtigsten Quellen noch mal ein bisschen im Detail angucken, damit das geklärt ist und weil da sicher viele Rückfragen kommen werden. Fisch und Meeresfrüchte. Folgendermaßen. Wir kippen Quecksilber, Blei und andere Schwermetalle, auch Nickel, verkappen wir in unsere Meere. Hauptsächlich, also vor allem die Ostsee ist sehr stark belastet. Das Nordpolarmeer weniger. Aber in unserem, auf dem gesamten Erdball finden wir mittlerweile im Meer hohe Mengen Schwermetalle. Algen filtern Schwermetalle aus dem Wasser. Meeresfrüchte filtern Schwermetalle aus dem Wasser. Plankton, Krill auch. Die werden von kleinen Fischen gefressen. Die reichern dann schon mal Schwermetalle an. Die kleinen Fische werden von größeren Fischen gefressen und die größeren Fische werden dann vielleicht nochmal von großen Raubfischen gefressen. Und je größer die Fische, je größer die Gesamtkörpermasse der Fische, je länger der Lebenszyklus eines Fisches und je eher der Fisch ein Raubfisch ist, desto mehr eine sehr, sehr hohe Potenz erhöht sich auch das Schwermetallgehalt in deren Fleisch.
Das heißt, in einem kleinen Fisch wie einer Sardine haben wir ungefähr 1% des Quecksilbergehalts wie in einer Königsmakrele oder in einem Thunfisch. Und im Vergleich zum Thunfisch enthalten Schwertfische und Haie oder Delfine oder Wale nochmal 1000 bis 10.000-fach mehr Schwermetalle als die mittelgroßen Fische. Also je größer die Fische, desto mehr Schwermetall und zwar sehr, sehr potent. So, da gab es auch neulich eine sehr, sehr gute Veröffentlichung im Nature Magazin. Ich lese vor, übersetzt. Schwermetalle wurden in fast allen analysierten Fisch- und Meeresfrüchteproben nachgewiesen, wobei die höchsten Konzentrationen für Quecksilber verzeichnet wurden. Die höchsten HI-1, unwichtig, wurden für frischen Blaufisch, Blauflossen, Thunfisch und Makrelenkonserven gefunden, hauptsächlich aufgrund des Quecksilbergehalts. Also, das finde ich sehr stark und sehr problematisch. Schwermetalle wurden in fast allen analysierten Fisch- und Meeresfrüchteproben nachgewiesen. Also, ja, es gibt immer mehr, die sagen, wir sollten gar keine Fische und Meeresfrüchte mehr essen. Ich bin der Meinung, Fische und Meeresfrüchte enthalten immer noch sehr, sehr wertvolle Nährstoffe für uns. Und es gibt auch eine Möglichkeit, Fische und Meeresfrüchte zu konsumieren, ohne die Schwermetalle aufzunehmen. Und die Antwort lautet Chlorella. Besonders belastet sind große Fische und Raubfische, also Thunfisch, Makrele, Seehecht, Schwertfisch, Wal, Hai. Diese würde ich maximal einmal im Monat, wenn überhaupt, essen. Bei Konsum mit Chlorella kombinieren, ungefähr 5 Gramm, um die Schwermetalle zu binden. Chlorella hat eine sehr, sehr hohe Affinität zu Quecksilber und anderen Schwermetallen. Ist eine Mikroalge, eine Süßwasseralge. Und auch wer Angst vor Schwermetallen in kleinen Fischen hat, kann auch immer, wer, wenn du Fische, Meeresfrüchte isst, kannst du da ungefähr 5 Gramm Chlorella mit dazu essen. Das heißt, dein Körper kann Nährstoffe aufnehmen, aber die Schwermetalle werden nicht aufgenommen. Das, weil die Frage kommt, sollten wir Fisch überhaupt noch essen? Fisch sollte nachhaltig sein und aus Wildfang und am besten nur noch kleine Fische und am besten nur 2-, 3-mal die Woche, nicht jeden Tag. Und das ist es eigentlich. Ich bin der Meinung, wir sollten Fisch trotzdem essen, weil Fisch immer noch sehr gesund ist und sehr viele wichtige Nährstoffe enthält. Protein, Omega-3, Jod, Selen, Zink, Mangan. Ne? Aber Schwermetalle sind durchaus ein Thema mittlerweile. Und das ist auch meine Empfehlung, kleine Fische und Meeresfrüchte 2 bis 3 Mal wöchentlich zum Decken des Omega-3-Bedarfs, dann Fisch oder Algenöl zusätzlich nehmen. Und wer ein Problem mit Schwermetallen hat oder Angst vor Schwermetallen hat, am besten mit Chlorella kombinieren. Amalgam, neben Fisch und Meeresfrüchten natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Quelle für Schwermetalle in unserem Alltag. Was ist Amalgam? Amalgam, spul mal hier kurz vor. Amalgam ist ein Werkstoff, mit dem Zahnfüllungen gemacht werden. Ist ein günstiger und praktischer Werkstoff in der Zahnmedizin, besteht aus Silber, Kupfer, Zinn und Quecksilber. Die Krankenkassen übernehmen Quecksilber oder Amalgam immer noch, weil Amalgam günstig und praktisch ist. Und die Krankenkassen haben lange, lange, tun es immer noch, widerrufen, dass das auch da bleibt. Na, es wurde immer gesagt, ja, es ist fest verarbeitet, es löst sich nicht. Aber Tatsache, Amalgamträger haben bis zu 5-mal mehr Methylquecksilber im Blut als Nicht-Amalgamträger. Das heißt, das ist da nicht fest im Laufe eines Lebens, im Laufe von Jahren, Jahrzehnten, vor allem wenn wir jeden Tag kauen, drauf rumkauen, unser Speichel ist elektrisch leitfähig, löst sich natürlich auch Quecksilber und vergiftet den Stoffwechsel. Außerdem sind Metalle im Mund, wie eine Antenne. Die verstärken nämlich elektromagnetische Felder. Unsere Kieferhöhle ist von Natur aus schon ein guter Empfänger für elektromagnetische Strahlung. Haben wir Metalle im Mund, verstärkt sich das und elektromagnetische Felder sind auch ein wahnsinnig großes Gesundheitsproblem mittlerweile, vor allem was chronische Entzündungen angeht. Quecksilber ist das zweitgiftigste Element auf der Erde und hat in unserem Mund nichts verloren. Zur Entfernung empfiehlt sich ein biologischer Zahnmediziner. Darauf werden wir dann auch noch mal kurz eingehen. Wer Amalgam hat, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal anzugucken und vielleicht, wenn möglich, sogar gut entfernen zu lassen, weil wer Amalgam im Mund trägt, kann sich noch so gesund ernähren, kann noch so viel Sport treiben. Ihr werdet mit Schwermetallen sehr, sehr hoch belastet sein. Das bitte überdenken. Es gibt gute Alternativen zu Amalgam, die teurer sind, die die Krankenkasse nicht übernehmen, die aber längerfristig besser für die Gesundheit sind. Es wurde im Vorfeld, haben sich ein paar Leute gewünscht,
Wie kann man sich auf eine Amalgamentfernung vorbereiten? Ein guter Zahnmediziner bereitet den Kunden, den Patienten vor der Entfernung entsprechend vor. Darauf werden wir dann noch eingehen. Leber und Darm müssen voll funktionsfähig sein. Wenn das Amalgam entfernt wird im Mund, es kann sein, dass sich Dämpfe lösen, es kann sein, dass sich Splitter lösen. Und Leber und Darm müssen in der Lage sein, das, was sich da löst, auch entsprechend zu entgiften. Darauf werden wir dann nochmal eingehen. Und wie sich ein guter, das habe ich jetzt von Dr. Dominik Nischwitz, einem der führenden biologischen Zahnmediziner, der bereitet seine Patienten so auf eine Amalgamentfernung vor, mit Acetylcystein, mit Chlorella, Reishi und D-Vitamin. Etwa 1 bis 2 Wochen vor der Entfernung fangen die schon an, das Entgiftungssystem anzuregen. Leitungswasser, auch eine wichtige Quelle für Schwermetalle. Alte Leitungen, vor allem im Altbau und alten Rohren, sind häufig mit Blei und Zinn belastet. Und selbst geringste Mengen Schwermetalle führen über Jahre hinweg zu einer Anreicherung und Belastung. Deshalb mein Tipp bei Verdacht, vor allem bei Altbauwohnungen, aber das ist generell eine gute Sache, mal eine Leitungswasseranalyse durchführen lassen. In der E-Mail, die ihr dann bekommt, ist da eine Empfehlung. Kostet mit meinem Rabattcode, ich glaube, 60 € und dann wirklich einmal eine chemische Analyse machen lassen. Sind da Schwermetalle drin oder nicht? Wenn ihr in euren Stadtwerken könnt ihr auch chemische Analysen anfordern, aber die haben oftmals keine guten Messmethoden oder haben zu hohe Grenzwerte. Also oftmals sind die dann noch unter ihren Grenzwerten mit Blei und Quecksilber, aber ganz ehrlich, nicht mal Spuren von Blei und Quecksilber sollten nachweisbar sein, sondern nischt, gar nischt. Deswegen einmal eine Wohngiftanalyse machen mit Leitungswasser, kostet 60 €, kann sehr, sehr wichtig sein. Und wenn dann Schwermetalle nachweisbar sind im Leitungswasser, wer nicht umziehen kann, wer nicht das Rohrleitungssystem ändern kann, ein Aktivkohlefilter wie Brita ist schon ein sehr guter Start. Es gibt noch andere gute Wasserfiltersysteme. Es gibt auch sehr, sehr hochwertige und hochpreisige Umkehrosmoseanlagen, die kosten so 2.000, 3.000 €, die sind sehr, sehr gut. Würde ich mir ein Haus bauen, würde ich so ein Ding auch einbauen lassen. Aber selbst ein Brita-Aktivkohlefilter ist immer noch besser als gar nichts, weil Aktivkohle selbst die kleinsten Spuren rausfiltern kann. Feinstaub und Zigarettenrauch. Zigarettenrauch enthält wirklich signifikante Mengen Blei und Cadmium. Und wenn ich mir jeden Tag ein paar Zigaretten gönne, im Laufe von Jahren, habe ich dann eine sehr, sehr hohe Belastung an Blei und Quecksilber, Blei und Cadmium nachweisbar. Das ist auch wissenschaftlich gut untersucht, wer das mal nachlesen möchte. Da gibt es wirklich auch Studien von Rauchern, die dann auf E-Zigaretten umsteigen und entsprechend die Belastung mit Schwermetallen sehr, sehr stark nachlässt. Das sind jetzt mal 9 schnelle Tipps für weniger Schwermetallbelastung im Alltag, die auch ähnlich so im Entgiftungswebinar schon vorgekommen sind. Das sind jetzt Tipps von Dr. Blaurock-Busch, einer führenden Toxikologin in Deutschland. Autokauf und Autobenutzung überdenken, weil auch die Innenauskleidung des Autos, so dieser typische neue Autogeruch, ist eine Mischung aus fast 200 Chemikalien und Aromastoffen, die da nichts verloren haben. Das Überdenken, Plastik reduzieren und meiden, Kosmetika reduzieren und auf Naturkosmetik umsteigen, möglichst bio ernähren, möglichst regional und saisonal ernähren, viel Zeit in der Natur verbringen, viel Wasser trinken, regelmäßig bewegen und zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, die jeden Tag die Entgiftung anregen. Das wären Vitamin C, Antioxidantien, grüne Superfoods, da gibt es verschiedene, N-Acetylcystein und Vitalpilze. Das sind Sachen, die immer wieder vorkommen, auch bei uns. Omega-3 sind vielleicht noch zu nennen, die wichtig sind, damit der Körper mit der täglichen Belastung umgehen kann. Wir können unsere tägliche Belastung nicht zu 100% ausschließen. Wir leben nun mal auf der Erde und ganz ausschließen können wir es nicht. Aber wir können zumindest unsere Exposition gegenüber Schwermetallen deutlich reduzieren. Wir können immer mal nachmessen, ob wir eine Belastung haben oder nicht. Und wir können jeden Tag was dazu beitragen, dass sich unser Körper von den Schwermetallen befreien kann. Hoppla.
Diese 9 Punkte sind sehr wichtig für eine gesunde Ernährung, für eine gesunde Lebensführung und auch bezüglich Schwermetallen. Es ist erstaunlich, dass es immer wieder dieselben Sachen sind, die zu einem gesunden Lifestyle, zu einer gesunden Ernährung dazugehören, die einfach universelle Anwendungsmöglichkeiten haben. Und das bitte verinnerlichen, auch was Schwermetalle angeht, unheimlich wichtig. Das ist jetzt noch eine Ergänzung, die einfach erwähnenswert ist. Schimmelpilze lieben Schwermetalle. Folgendes: Schwermetallbelastung schwächt das Immunsystem. Das ebnet den Weg für chronische Infekte und Parasiten wie Schimmelpilze, besonders im Magen-Darm-Trakt. Schimmelpilze werden beim industriellen Abbau von Metallen eingesetzt, da sie sie aus dem Gestein lösen und binden. Also heutzutage werden viele Metalle und Schwermetalle industriell nicht mehr klassisch abgebaut, so mit Spitzhacke und Hammer und Meißel oder mit Bohren, sondern in einem Bergwerk werden teilweise, wenn ich weiß, ich habe da bestimmte Metalle aus dem Gestein, die ich lösen möchte, werden da teilweise wirklich einfach Schimmelpilze auf das Gestein aufgetragen. Die lösen dann die Metalle aus dem Gestein. Dann werden die Schimmelpilze abgeerntet. Und aus denen werden dann die Metalle extrahiert. Das bitte. Schimmelpilze lieben Metalle und Schwermetalle und können sie in sich anreichern. Wenn du also Schwermetallen belastet bist, sehr, sehr häufig im Magen-Darm-Trakt eine Schimmelbelastung feststellbar. Und die Schimmelpilze reichern dann Schwermetalle im Magen-Darm-Trakt an und können sehr viele Folgeprobleme nach sich ziehen. Das wollte ich einfach mal erwähnt haben, weil ich das unheimlich wichtig finde und das in der Praxis häufig beobachtet wird. Bei Menschen, die eine Schwermetallbelastung haben, dass wir dann auch schnell eine Belastung mit Parasiten haben, wie Schimmelpilzen. So, gehen wir ein bisschen, also wir haben uns jetzt unterhalten über Schwermetalle allgemein. Welche gibt es? Was sind die wichtigsten Quellen in unserem Alltag? Jetzt gucken wir uns mal an, um dann in die Praxis überzugehen. Wie entgiftet unser Körper Schwermetalle? Und wie können wir das bestmöglich unterstützen? Unser Körper hat Mechanismen, um Schwermetalle zu entgiften, aber die sind individuell sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Enzyme, die Schwermetalle verarbeiten können, Cytochrom P450A1A1, Superoxid dismutasen, Glutathion-S-Transferasen und N-Acetyltransferasen für die Nerds hier. Wir haben Proteine, die Schwermetalle binden und ausleiten können. Metallothionein ist das Wichtigste davon. Das ist ein Protein mit einem Cysteinanteil von 33%. Cystein ist eine schwefelhaltige Aminosäure. Das heißt, dieses Protein, das sehr, sehr, sehr viel Cystein braucht, kann sehr potent Schwermetalle entgiften. Unsere Leber kann Schwermetalle binden und ausscheiden. Sie braucht dazu vor allem schwefelhaltige Stoffe wie Taurin, Cystein, Glutathion, aber auch Vitamin C. Und wir können über unseren Schweiß Schwermetalle ausscheiden und wir können über unseren Urin Schwermetalle ausscheiden und über unsere Galle. Die Genetik und die Lebensführung sind sehr, sehr entscheidend, ob man ein guter Entgifter oder ein schlechter Entgifter ist. Oh, das ist ein Rechtschreibfehler. Es gibt gute und schlechte Entgifter. Etwa 50% in der Bevölkerung hat weniger von den genannten Enzymen. Das sind genetisch bedingt schlechte Entgifter. In der Natur sind Schwermetalle kein Problem. In der Natur kommen Schwermetalle kaum vor. Aber wir Menschen haben es geschafft, in den letzten 100, 200 Jahren Schwermetalle in einem Ausmaß in unserer Umwelt auszuscheiden, dass die sich sofort wieder, wie es das Ende der Nahrungskette in unserem Körper, anreichern können. Deswegen ist es heute wichtiger, auch auf die Genetik zu achten, ob man ein guter oder schlechter Entgifter ist. Wenn man weiß, man ist ein schlechter Entgifter, kann man das auch noch besser unterstützen. Und wie gesagt, das kann 20 bis 40 Jahre dauern, bis der Körper aus eigener Kraft Schwermetalle wieder loswird. So mancher Körper schafft es nie. Es gibt immer mal wieder in den Medien Berichte oder irgendwelche Ärzte kommen und sagen, dass man nichts tun kann, um die Entgiftung unseres Körpers anzuregen oder zur Unterstützung. Da muss ich sagen, die Praxis sagt was anderes und die Wissenschaft sagt auch was anderes. Wenn ihr sowas seht, dass irgendein Arzt irgendwo oder ein schlauer Mensch sagt, man kann nichts tun, die ganzen Diäten, die ganzen gesunden Nahrungsmittel, die bringen alle nichts, das ist Schwachsinn. Das stimmt einfach nicht.
Die Wissenschaft sagt da was ganz anderes. So, was sind die drei Möglichkeiten, eine Schwermetallbelastung zu messen in unserem Körper? Erstens ein Provokationstest beim Arzt oder Heilpraktiker. Man bekommt ein bisschen DMPS zu trinken oder eine Infusion und schaut, wie viel wird gelöst und in den Urin abgegeben. Man kann einen Bluttest machen. Also ein Provokationstest zeigt eher, wie viel gespeicherte Schwermetalle habe ich. Ein Bluttest zeigt eher, wie ist die akute Belastung mit Schwermetallen. Und ein Haarmineralanalysetest zeigt, wie ist die Belastung der letzten 12 bis 12 Monate. Weil unser Körper kann über unsere Haare, über unsere Nägel auch Schwermetalle ausscheiden. Und je nachdem, wie viel Schwermetalle ich in meinen Haaren habe, kann das sagen, wie sehr mein Körper belastet ist. Ein Bluttest und ein Provokationstest können sehr teuer sein, so zwischen 500 und 1000 Euro. Daher ist für eine Ersteinschätzung die Haarmineralanalyse völlig ausreichend und sehr viel günstiger. Da findet ihr einen Link in der E-Mail und im Skript. Da habe ich ein Labor, das ich empfehlen kann. Es kostet 135 Euro mit meinem Rabattcode. Das ist wirklich nicht viel und es zeigt schon mal, hast du eine Belastung oder nicht. Wenn der Haarmineralanalyse-Test negativ ist, top. Wenn er positiv ist und eine starke Belastung anzeigt, dann würde ich nochmal einen Blut- oder Provokationstest empfehlen. Aber für eine Ersteinschätzung ist das hier völlig ausreichend. Haarmineralanalyse-Test, das ist, man nimmt sich ein paar Haare ab, schickt es ins Labor und die messen. Und das ist sehr, sehr gut. Und da gucken wir uns jetzt gleich mal an, auch was meine Werte waren. Auch wichtig, vor einer Schwangerschaft bitte messen. Schwermetalle können die Plazenta durchdringen. Ist die Mutter belastet, wirkt sich dies auf die Entwicklung des Kindes aus. Die Dr. Blaurock-Busch hat sogar gesagt, eine Geburt ist wie eine natürliche Entgiftung der Mutter. Ungünstig ist, dass sich das auf das Baby überträgt. Das heißt, die viele gespeicherte Schwermetalle der Mutter werden aufs Baby übertragen. Und eine Belastung der Mutter steht entsprechend mit Autismus, Neurodermitis und allergischen Erkrankungen der Neugeborenen in Verbindung. Auch mit Typ 1 Diabetes. Vor einer geplanten Schwangerschaft bitte Schwermetallbelastung messen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Einfach um auszuschließen, dass eine Belastung auf das Kind übertragen wird. So, meine Haarmineralanalyse. Also es werden über 30, ich glaube sogar über 40 Mineralstoffe, Spurenelemente und Schwermetalle getestet bei dem Link bei Torre. Kostet 135 Euro. Jetzt habe ich mal einen Screenshot gemacht von meinen Ergebnissen der Schwermetalle. Zeigt sich dann immer, welche Schwermetalle. Nachweisbar, ja oder nein, hoch, sehr hoch. Bei mir waren ein paar Schwermetalle nachweisbar, ein paar nicht. Die nachweisbar waren, waren nicht super bedenklich hoch, aber zumindest Quecksilber und Arsen ist auf jeden Fall auffällig. So, ich habe diesen Test gemacht im Mai. Es zeigt die Belastung der letzten 6 bis 12 Monate. Ich habe eher kurze Haare, also sagen wir mal die letzten 6 Monate. Ich habe in den letzten 6 Monaten, habe ich 3 Monate auf Teneriffa verbracht im Winter, habe sehr, sehr viel Fisch gegessen und wahrscheinlich ist diese nachweisbare Quecksilbermenge hier auf den Fisch zurückzuführen, den ich gegessen habe in den letzten Monaten. Also das fand ich sehr erstaunlich, hat mir nochmal gezeigt, weniger Fisch oder mehr Chlorella. Arsen auch. Ich schätze, das kommt durch den Reis, den ich esse, dass ich den einfach noch ein bisschen besser abspülen muss. Aber das waren meine Ergebnisse, fand ich sehr interessant. Ist jetzt nicht so hoch, dass ich sagen muss, ich muss jetzt weiteres Untersuchungen machen, aber ich habe einfach die meisten Tipps, die ich hier in diesem Webinar gebe, auch in meinen Alltag integriert. Also ich werde in ein paar Monaten nochmal nachmessen und dann würde ich davon ausgehen, dass da die Belastung sehr viel niedriger ist. Aber wie gesagt, kann ich wirklich auch jedem, der das hier sieht, sehr empfehlen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir kommen jetzt gleich zur Schwermetallentgiftung. Verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lebensmittel und Protokolle, wie du deine Schwermetallbelastung aktiv angehen kannst. Ganz wichtig, das hier ist kein medizinischer Rat. Ich bin kein Arzt. Das sind Empfehlungen, die ich gebe. Das heißt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Es gibt bei Schwermetallentgiftungen das Risiko der Rückvergiftung. Das heißt, Schwermetalle werden gelöst aus deinem Fettgewebe, aber dein Darm und deine Leber arbeiten nicht optimal. Dann hast du das Risiko der Rückvergiftung. Das heißt, die gespeicherten Schwermetalle werden gelöst,
können nicht entgiftet werden und werden dann wieder woanders abgespeichert, zum Beispiel im Gehirn. Dann kann es sein, dass es durch diese Schwermetallentgiftungskur alles nur noch schlimmer gemacht wird, weil die Schwermetalle umverteilt werden. Und im schlimmsten Fall bei einer Umverteilung werden die irgendwo gespeichert, wo sie wirklich absolut zerstörerisch sind, zum Beispiel im Gehirn. Das heißt, bitte, 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 vor einer Schwermetallkur muss sichergestellt werden, dass Leber und Darm intakt und funktionstüchtig sind. Die Leber muss es ausscheiden können und der Darm muss intakt sein, um das auch auszuscheiden. Wenn die Leber nicht optimal ist, kann die Leber überhaupt nichts verarbeiten. Und wenn der Darm löchrig ist, also ein Leaky Gut-Syndrom, kann der Körper die Schwermetalle, die er ausscheiden will, wieder aufnehmen. Blöd. Das heißt, ein Leaky Gut-Syndrom muss ausgeschlossen werden vor jeder Schwermetallausleitung. Das heißt, hier ist ein Artikel, bitte mal die Symptomatik gucken, vielleicht auch eine Stuhlanalyse machen. Hast du ein Leaky Gut-Syndrom, ja oder nein? Bevor du eine Schwermetallkur machst, das bitte abtesten und eine Ersteinschätzung der Lebergesundheit, Blutanalyse, Leberwerte checken und hier einen dieser Lebertest. Einfach dem Link folgen, das sind 5 Minuten, ist eine gute Einschätzung, ob deine Leber fit ist oder nicht. So. Schwermetallkuren, Ausleitung, Chelartherapien nur zusammen mit einem erfahrenen Therapeuten, nicht auf eigene Faust. Ich stelle dann eine Chelartherapie noch vor, die bitte nur zusammen mit einem erfahrenen Therapeuten. Und die hier vorgestellte sanfte Entgiftung, das ist dann ein anderes Schwermetallentgiftungsprotokoll. Das ist ein bisschen, ist ohne Chelate, ist auch ein bisschen langsamer, ein bisschen natürlicher. Die sanfte Entgiftung, die ich da vorstelle, unterstützt die körpereigene Schwermetallentgiftung unseres Körpers und ist sehr, sehr effektiv. Sollte aber auch nur durchgeführt werden, wenn Darm und Leber fit sind. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also bevor irgendjemand hier eine Schwermetallentgiftung macht, Darm und Leber müssen fit sein. Bitte eine Einschätzung aufgrund der Artikel hier und auch vielleicht eine Blut- oder Stuhlanalyse machen. Auch generell bei diesem Webinar. Erstmal gucken, von der Symptomatik her könnte eine Schwermetallbelastung bei dir vorliegen. Dann messen. Wenn du gemessen hast und siehst, oha, ich bin belastet, erst gucken, sind Darm und Leber fit? Dann erst die Entgiftungstherapie machen. Das ist die Vorgehensweise. Symptome, messen, vorbereiten, also Darm und Leber müssen fit sein und dann die Entgiftungskur. Das ist die Vorgehensweise, die ist sicher. Die könnt ihr zusammen mit einem erfahrenen Therapeuten machen. Sanfte Entgiftung könnt ihr auch auf eigene Faust machen. Das sind Sachen, die ihr täglich in euren Alltag einbinden könnt. Aber das muss jetzt gesagt werden. Das war wichtig. So. Chelartherapie. Eine Chelartherapie, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist eine Infusionstherapie mit Chelatoren. Also Infusion, Spritze, Infusion. Chelatoren sind Stoffe, wie hier, das ist EDTA. Die eine sehr, sehr hohe Affinität zu Schwermetallen haben. Das heißt, die haben so eine 3D-Struktur und so eine chemische, also auch hier chemische, elektrische Ladungen, dass sie sehr gut Metalle, hier das M, Metalle binden und über den Urin und Galle und Darm ausscheiden können. Eine Chelartherapie besteht aus diesen Chelatoren, EDTA, DMSA und DMPS sind die drei wichtigsten. Besteht aber auch aus einer Mikronährstofftherapie, weil bei den Chelaten verliert der Körper immer auch Mikronährstoffe und Spurenelemente, einfach um die auszugleichen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich alle 1 bis 2 Wochen eine Chelat-Sitzung und zwischen den Sitzungen, zwischen den Infusionssitzungen nehmt ihr Mineralstoffe und Spurenelemente ein, die der Arzt verschreibt. Chelattherapien können Umweltmediziner und funktionelle Mediziner durchführen und erfahrene und daran ausgebildete Heilpraktiker. Dauert in der Regel 6 bis 12 Monate, kostet zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Eine Chelat- oder eine Infusionssitzung kostet ungefähr 150 Euro. Das sind viele Sitzungen plus die ganzen Nahrungsergänzungsmittel sind wir in der Regel bei 3.000 bis 5.000 Euro innerhalb von einem Jahr. Das sind sehr hohe Kosten. Wer das machen will, ist es sehr, sehr effektiv, aber es hat gewisse Kosten. Die FDA, das ist die Food and Drug Administration, das ist das höchste Organ für Gesundheit und Ernährung in den USA, die hat mal die Chelat-Therapie in die Top 10 der als Gesundheitsschwindel erkannten Methoden eingereiht. Keine unabhängige wissenschaftliche Studie hat bislang einen Erfolg der Methode erwiesen.
Und es gibt immer mal Zeitungen, Medienberichte, dass die Chelattherapie gefährlich ist und nichts bringt. Wir erinnern uns, nur weil die FDA sagt, dass das Schwindel ist, heißt es das nicht, dass es stimmen muss. Die FDA, genauso wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder die Deutsche Ärztekammer, sind in erster Linie wirtschaftliche Organe und Lobbyverbände. Das heißt, die haben ein gewisses wirtschaftliches und politisches Interesse, was die da sagen. Denn eine gesunde Ernährung, Mikronährstoffe, natürliche Entgiftung sind auch offiziell Gesundheitsschwindel. Eine gesunde Ernährung ist offiziell als Gesundheitsschwindel abgestempelt. Deswegen, wenn irgendjemand sagt, dass die Chelattherapie Schwindel ist, stimmt nicht. Plus, bei einer hohen und akuten Schwermetallbelastung ist die Chelattherapie zugelassen. Aber bei einer, also wenn ich bei einem Unfall oder es kommt irgendwo zu einem Unfall und ich bin akut mit sehr, sehr hohen Mengen Quecksilber belastet, das ist ein Unfall, da ist die Chelattherapie zugelassen zum Entgiften. Aber bei einer nicht akuten Schwermetallbelastung, wie wir sie heute besprechen, da ist die Chelattherapie nicht zugelassen und gilt hier als Gesundheitsschwindel. Also das macht keinen Sinn. So, bitte also nicht verunsichern lassen. Wie gesagt, eine gesunde Ernährung ist offiziell auch ein Gesundheitsschwindel. Vitamin D und Omega-3 sind offiziell auch Gesundheitsschwindel und Vitalpilze. Und die FDA und auch die DGE und die Ärztekammer lehnen die Chelattherapie aber auch aus Kostengründen ab. Weil, wenn wir die Chelattherapie jetzt plötzlich schulmedizinisch anerkennen und wenn jetzt plötzlich auch anerkannt wird, dass Amalgam toxisch ist, dann wären das zu hohe Kosten für unsere Krankenkassen. Unsere Krankenkassen könnten das nicht tragen. Deswegen wird das nicht empfohlen. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Es hat einfach nur wirtschaftliche, politische und finanzielle Gründe. So. Jetzt trinke ich nochmal einen Schluck. Prost. Auch Brita gefiltertes Leitungswasser. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt, zum Kern dieses Webinars, nämlich die sanfte Entgiftung, natürliche Schwermetallausleitung in drei Schritten. Ich habe dazu als Quellen verschiedenste wissenschaftliche Studien analysiert, Refuse. Ich habe verschiedene Toxikologen, Umweltmediziner und Ernährungsmediziner und funktionelle Mediziner, die ich persönlich kenne, gefragt, was die so machen. Gewisse Fachliteraturbücher habe ich hergenommen und habe das alles zusammen in ein Entgiftungsprotokoll gepackt, das ihr zusammen mit einem erfahrenen Therapeuten anwenden könnt. Grundlage: Darm und Leber müssen fit sein. Wenn Darm und Leber fit sind, ist das hier die sanfte Entgiftung. Wenn ihr keine Chelattherapie machen wollt, ist die sanfte Entgiftung ein Ernährungs- und Lifestyle-Protokoll, das innerhalb von, sagen wir, 6 bis 24 Monaten den Großteil der Schwermetalle im Körper löst und ausscheidet. Die drei Stufen der sanften Entgiftung: Stufe 1, Mobilisierung. Die Mobilisierung konzentriert sich überwiegend auf Fettzellen, um diese Fettzellen zu lysieren, das heißt zum Platzen zu bringen, um die gespeicherten Toxine freizusetzen. Also Stufe 1 der sanften Entgiftung, und das sind Sachen, die ihr wirklich regelmäßig machen solltet. Infrarotsauna, sehr, sehr stark. Sauna ist gut für die Mobilisierung von Schwermetallen. Infrarotsauna ist ungefähr 5 bis 10 Mal effektiver, um Schwermetalle zu lösen, als eine klassische Sauna. Wenn ich eine Infrarotsauna empfehlen darf, ist das Clearlight. Da findet ihr dann in der E-Mail auch einen Link mit einem Rabattcode. Intervallfasten und Heilfasten helfen dem Körper auch bei der Mobilisierung. Ein Kaloriendefizit, also wer übergewichtig ist, hat einen Speicher an Schwermetallen wahrscheinlich bei sich. Und ein Kaloriendefizit, das heißt Abspecken, führt auch dazu, dass die gespeicherten Toxine freigesetzt werden. Regelmäßiger Sport regt die Lymphe an, regt die Durchblutung an, geht an die Fettreserven und auch das hilft dabei. Auch das Schwitzen hilft dabei, Schwermetalle auszuscheiden, und Trampolin. Trampolin ist wissenschaftlich auch gut untersucht, um Schwermetalle wirklich zu mobilisieren.
Und das sind so die Sachen, die man so in seinen Alltag integrieren kann. Ich mache jeden Tag Intervallfasten. Einmal die Woche wird komplett gefastet. Fast jeden Tag wird also Sport gemacht und geschwitzt. Und wenn ich es schaffe, privat habe ich eine Infrarotkabine, schaffe es hin und wieder mal da rein. Und im Urlaub habe ich auch, war ich auch fast jeden Tag in der Sauna. Also Mobilisierung, fester Teil, kann man seinen Alltag einbauen. Teil 2 ist die Entgiftung. Das heißt, wir haben die mobilisierten Schwermetalle, müssen wir jetzt in der Leber verarbeiten. Das heißt, wir regen jetzt in Stufe 2 die Leberentgiftung an, um die gelösten Stoffe unschädlich zu machen. Über Lebensmittel, das heißt, während der sanften Entgiftung diese Lebensmittel sehr, also viel davon am besten essen. Frische Beeren, grünes Gemüse und Wildkräuter, Koriander und Bärlauch, Selleriesaft. Ja, Selleriesaft ist da wirklich gut. Pilze, vor allem Vitalpilze in Bioqualität. Und ein Mineralwasser mit viel Silizium, zum Beispiel Gerolsteiner, weil auch Silizium sehr, sehr gut darin ist, Aluminium zu entgiften. So, das sind Sachen, die in der Ernährung eine Rolle spielen sollten. Und das sind hilfreiche Nahrungsergänzungsmittel, die Schwermetalle in der Leber binden und entgiften können. Vitalpilze, ganz wichtig, Vitalpilze, Reishi, Maitake, Eichhase, auf die kommen wir dann noch zu sprechen. N-Acetylcystein, Vitamin C, Zink und Selen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E und Alpha-Liponsäure. Das sind die Nahrungsergänzungsmittel, die maßgeblich dabei helfen können, Schwermetalle, die mobilisiert wurden, zu entgiften. Da kommen wir gleich nochmal zu einem konkreten Protokoll. Dann die in der Leber verarbeiteten Schwermetalle werden jetzt an die Galle abgegeben und in den Darm abgegeben. Das heißt, wir brauchen jetzt im Darm noch etwas, was die Schwermetalle bindet und dafür sorgt, dass es über den Darm ausgeschieden wird. Die klassischen Bindemittel sind Chlorella, Aktivkohle, Zeolit und Heilerde. Ich würde empfehlen, eines davon zu verwenden. Ich bin ein großer Fan von Aktivkohle und Chlorella, aber da haben verschiedene Menschen auch verschiedene Erfahrungen gemacht, verschiedene Empfehlungen. Aber diese vier hier sind sehr gut geeignet. Dann Leinsamen in der Ernährung, also jeden Tag Leinsamen irgendwo in Müsli, in Salate. Sport, Sauna und Einläufe helfen auch dabei, über den Magen-Darm-Trakt die Entgiftung anzuregen. Genau, das waren jetzt die 3 Stufen der sanften Entgiftung. Relativ kurz und knackig. Stufe 1 Mobilisierung, hauptsächlich Sport, Abspecken, Intervallfasten, Infrarotsauna. Stufe 2 Entgiftung über eine gesunde Ernährung, also hauptsächlich frische, bunte Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Ja, auf die werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Und in Stufe 3 die Ausscheidung, das heißt irgendwas, was im Magen-Darm-Trakt bindet, plus Sport, Sauna und wer möchte, Einläufe. Das ist das sanfte Entgiftungsprotokoll und damit ist es möglich, einen Großteil der gespeicherten Schwermetalle im Körper innerhalb von, je nach dem, wie intensiv ihr das macht und wie eure Genetik ist, innerhalb von 6 bis 24 Monaten ist es möglich, so Großteil der Schwermetalle aus dem Körper zu entfernen. Das ist jetzt mal ein Protokoll für Erwachsene, modifiziert nach Dr. Blaurock-Busch, einer früheren Toxikologin. Auch die ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt wird die Frage kommen, was soll ich wann einnehmen? Das ist wirklich ein Protokoll, das für die Gesundheit, fürs Immunsystem auf jeden Fall wertvoll ist und den Körper dabei unterstützt, Schwermetalle zu entgiften. Früh, direkt nach dem Aufstehen, irgendein Bindemittel. Vor dem Frühstück dann Vitamin C, Vitamin E, Cystein, Liponsäure, Omega-3 und je eine Kapsel Reishi, Eichhase, Maitake. Das früh. Und jetzt wird die Frage kommen, muss ich das alles machen? Nein, je mehr ihr davon nehmt, desto besser. Ein gutes Minimalprotokoll zur Schwermetallentgiftung sind die 3 Vitalpilze hier. Wer gerne All-In gehen möchte, weil die Belastung auf jeden Fall da ist, würde ich alles empfehlen. Die Vitalpilze sind eher hochpreisig. Die anderen Nahrungsergänzungen sind nicht so teuer. Das heißt, alles zusammen ist trotzdem günstiger, als man denkt. So, das vor dem Frühstück, nach dem Frühstück dann ein Multivitaminpräparat sowie Zink und Selen nach Bedarf, bitte im Blut nachmessen. Vor dem Mittagessen dann Karotten oder rote Betesaft oder Kombucha. Alle 3 haben auch Bindeeigenschaften. Außerdem Vitamin C, E, Cystein, Liponsäure.
Vor dem Abendessen nochmal Karotten, rote Beete-Saft oder Kombucha, CE und ein Multi. Und vor dem Schlafengehen nochmal Multivitamin und Magnesium. Das ist so das optimale Schwermetall-Entgiftungs-Nahrungsergänzungsprotokoll. Ja. Jetzt wird die Frage kommen, was machen die Nährstoffe genau? Ich erkläre nochmal kurz. Bindemittel binden im Magen-Darm-Trakt die ausgeschiedenen Schwermetalle vom Vortag. Unsere Leber ist nachts am aktivsten. Zwischen 4 und 12 Uhr ist die Leber am aktivsten. Das heißt, zwischen 8 und 12 Uhr ist der Darm am aktivsten. Das heißt, zwischen 8 und 12 Uhr, also früh direkt nach dem Aufstehen, nehmen wir ein Bindemittel, um das, was die Leber an den Darm abgibt, zu binden und auszuscheiden. Vitamin C ist wichtig für die Leber. Vitamin E ist wichtig und Omega-3 und Vitamin E sind wichtig zum Abpuffern. Wenn unser Fettgewebe nämlich gespeicherte Toxine abgibt, dann puffern Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren dies ab, damit es nicht zu Entzündungen kommt. Omega-3 sind außerdem wichtig für die Leberentgiftung. Cystein und Liponsäure binden im Blut gelöste Schwermetalle, lösen aber auch geringfügig Schwermetalle. Das heißt, das sind sehr geringe Konzentrationen. Die lösen gespeicherte Schwermetalle geringfügig, binden sie aber auch, wenn sie schon im Blut vorliegen. Ja? Zink und Selen sind wichtig für die Superoxidismutase-Enzyme, von denen wir gesprochen haben. Das Multivitamin ist wichtig, um den generellen Spurenelementbedarf des Körpers abzudecken. Rote Beete und Karottensaft enthalten relativ viel Vitamin A und C und aber auch organische Säuren, die dabei helfen, Schwermetalle auszuscheiden, ebenso wie Kombucha. Ja. Und Reishi, Eichhase, Maitake, kommen wir gleich noch dazu, sind natürliche Chelate. Das heißt, mit diesem Protokoll hier, und in der Praxis ist das Protokoll wirklich halb so wild, sieht jetzt nur so groß aus, aber es ist halb so wild und es ist auch nicht so teuer, wie man denkt. Aber das ist ein Protokoll, das sich auf jeden Fall bewährt hat, wo alles dabei ist. Das sind Chelatoren dabei, also natürliche Chelatoren, natürliche Bindemittel fürs Blut, natürliche Leber, anregende Nährstoffe und alles, was den Darm anregt. So, und das ist wirklich ein vollständiges Protokoll. Jetzt würde die Frage sicher kommen, schwitzen wir wirklich Schwermetalle aus? Es wird immer mal behauptet von Anbietern von Sauna, dass wir in der Sauna entgiften, dass wir, auch wenn wir schwitzen, aktiv entgiften, wenn wir Sport treiben, entgiften wir. Und es wird immer mal behauptet von offiziellen Organen und Ärztekammer und was weiß ich, dass das nichts bringt und dass dieses Detoxen überhaupt nicht wissenschaftlich valide ist. Dazu muss ich sagen, gibt es wirklich viele wissenschaftliche Studien. Wir schwitzen wirklich Schwermetalle aus. Wenn wir schwitzen, verlieren wir Schwermetalle. Schweiß ist eine Möglichkeit für unseren Körper zu entgiften. Das ist wissenschaftlich absolut bestätigt. Wer möchte? Hier dieser Review ist sehr gut. Da wurde untersucht, verschiedene Schwitzmaßnahmen und wie gut man mit diesem Schwitzen Schwermetall entgiften kann. Und deswegen empfehle ich, jeden Tag wenigstens einmal ins Schwitzen zu kommen, Sport zu machen, damit die Lymphe angeregt wird und damit wir über den Schweiß Schwermetalle ausscheiden können. Und wer kann oder wer hat, sich eine Infrarotsauna holen oder regelmäßig in die Sauna gehen, regelmäßig schwitzen. In der Infrarotsauna werden wirklich deutlich mehr Schwermetalle ausgeschieden als in der klassischen Sauna. Was hat dieser Review gesagt hier noch? Das fand ich sehr interessant. So, der physiologische Prozess des Schwitzens wurde lange Zeit als reinigend und risikoarm angesehen. Dann hat man verschiedene Studien durchgeführt. Bei Personen mit höherer Exposition oder Körperbelastung überstieg die Schweißkonzentration an Schwermetallen, im Allgemeinen die Plasma- oder Urinkonzentration und die dermale Ausscheidung konnte der täglichen Urinausscheidung entsprechend diese übertreffen. Die dermale Ausscheidung, also über die Haut von Arsen, war bei arsenexponierten Personen um ein Vielfaches höher als bei nicht exponierten Kontrollpersonen. Das heißt, wer eine Schwermetallbelastung hat, der scheidet die Schwermetalle auch über den Schweiß aus.
Cadmium war im Schweiß stärker konzentriert als im Blutplasma. Aha. Schweißblei war mit hochmolekularen Molekülen assoziiert. Und in einer Interventionsstudie waren die Werte bei Ausdauertraining im Vergleich zu intensiven Training höher. Also Sport ist auch wichtig. In einem Fallbericht normalisierten sich die Quecksilberwerte bei wiederholten Saunagängen. Das lasse ich jetzt mal kurz so stehen. Da hat man also Studien durchgeführt. Die Leute hatten eine Quecksilberbelastung. Man hat die Leute einfach regelmäßig in die Sauna geschickt. Und über die Sauna haben sie dann die Schwermetalle, also die Quecksilber, ausgeschieden. Ergo kommt diese Studie zum Ergebnis, Schwitzen verdient Beachtung für die Entgiftung von toxischen Elementen, also Schwermetallen. Um sichere, effektive therapeutische Protokolle zu etablieren, ist Forschung mit angemessenen Studien. Das ist immer, weitere Studien sind erforderlich, aber einfach nur, dass sie sagen, dass wir Schwermetalle ausschwitzen, dass Sport valide ist und dass vor allem Sauna und Infrarotsauna valide sind. Deswegen, es ist immer ein Lifestyle-Konzept. Ernährung, Nahrungsergänzung, Sport, Sauna. Das ist so, das sind die vier Bestandteile für die natürliche Schwermetallentgiftung unseres Körpers. Gesunde Ernährung, ganz wichtig. Bitte nochmal nachlesen. Das sind so die Säulen einer gesunden Ernährung, diese Lebensmittel. Sauna und Infrarotsauna. Wir haben in der Familie auch jetzt eine Infrarotkabine von Clearlight. Der meiner Meinung nach beste Anbieter für Infrarotkabinen. In der Infrarotsauna entgiftet unser Körper um ein Vielfaches stärker als in der klassischen Sauna. Chronische Infekte werden in der Infrarotkabine besser angegangen. Wir werden demnächst auch ein Webinar nur über Infrarotsauna machen. Aber einfach damit das mal gesagt wurde, Infrarotkabine oder eine klassische Sauna, wer Infrarot nicht mag, ist eine sehr, sehr gute Investition. Und vor allem, um die Schwermetalle, die jeden Tag in unseren Körper gelangen, wieder loszuwerden, ist eine Infrarotsauna auf jeden Fall eine feine Sache. Bewegung, tägliche Bewegung regt Stoffwechsel, Verdauung und Lymphe an. Strammes Spazieren ist ebenso gut wie Ausdauer der Kraftsport. Und ich empfehle auf jeden Fall mal zu schwitzen oder aus der Puste zu kommen. Du weißt, sobald du mal kurz ins Schwitzen gekommen bist, hast du auch schon Schwermetalle ausgeschieden. Genau, und jetzt reden wir noch ein paar Minuten über Vitalpilze als natürliche Chelatoren. Wir haben uns jetzt unterhalten über Schwermetalle. Was sind sie? Welche gibt es? Was sind Symptome? Was sind Folgen? Wie können wir sie messen? Und wie können wir über eine Chelattherapie oder eine sanfte Entgiftungstherapie Schwermetalle aus unserem Körper ausscheiden? Und weil Vitalpilze immer mal wieder genannt wurden, möchte ich jetzt noch mal kurz auf Vitalpilze als natürliche Chelatoren eingehen. Wir haben im letzten Webinar über Entgiftung bereits über Vitalpilze gesprochen, dass sie sehr wertvoll sein können zur täglichen Entgiftung. Aber auch als natürliche Chelatoren sollten sie erwähnt werden. Als Wiederholung, Vitalpilze sind Pilze mit medizinischen Eigenschaften. Ein Champignon ist kein Vitalpilz. Ein Reishi ist ein Vitalpilz, in der chinesischen Medizin als Pilz der ewigen Jugend bekannt. Über 5000 wissenschaftliche Studien sind zum Reishi bekannt. Das heißt, Vitalpilz hat medizinische Eigenschaften, ist wissenschaftlich gut untersucht und wird bereits lange eingesetzt. Reishi, Maitake und Eichhase sind unsere drei natürlichen Chelatoren aus dem Bereich der Vitalpilze. Ich stelle sie noch mal kurz vor. Denke ich auch eine gute Wiederholung für alle, die das hier schon mal gesehen oder gehört haben. Diese drei Pilze zusammen sind eine sehr gute Chelattherapie, eine natürliche Chelattherapie. Ein Minimalprotokoll besteht aus Eichhase und Maitake, aber ich würde empfehlen, alle drei zu nehmen. Reishi geht auf die Leber und ist entzündungslindernd und gallenfördernd. Eichhase geht auf die Lymphe und auf die Niere. Und der Maitake selber bindet die Schwermetalle. Das heißt, Maitake löst Schwermetalle und bindet sie, beziehungsweise bindet sie hauptsächlich im Blut. Das heißt, Maitake bindet die Schwermetalle im Blut, Eichhase regt die Lymphe und die Niere an und der Reishi regt die Leber und die Galle an und den Darm. Das heißt, mit diesen drei Pilzen zusammen haben wir eine kleine, aber feine Chelattherapie. So sieht der Maitake in freier Natur aus. In Deutschland heißt er gemeiner Klapperschwamm. Wer da mal so ein Exemplar findet, das wiegt schnell mal ein paar Kilo, kann auch einen Freudentanz machen, weil das wirklich sehr selten und sehr wertvoll, aber auch sehr lecker ist. Der ist wirklich sehr, sehr lecker.
Ist gut für den Stoffwechsel, ist gut fürs Immunsystem, ist gut zur Krebsprävention, aber auch gut zur Schwermetallbindung. Und der Reishi. So. Der Reishi ist mein absoluter Lieblingspilz und im Urlaub letzte Woche im Bayerischen Wald ist etwas absolut Magisches passiert. Wir sind nämlich durch den Wald gewandert, spaziert und da hat tatsächlich eine Gruppe Reishi auf einem alten Eichenholzstamm zu finden. Und ja, der sieht zufrieden aus, würde ich sagen. Da war wirklich ein kompletter Baumstumpf mit wunderschönen Reishis. Der Reishi, Pilz der ewigen Jugend, ist in Deutschland auch auffindbar, allerdings sehr selten. Das heißt, so ein Fund hier alle 10 Jahre, vielleicht mal alle 20 Jahre, super selten, super wertvoll, war auch schon ein bisschen angenagt. Der Reishi ist wunderschön. Ich habe ihn nicht mitgenommen. Naturschutzgebiet wäre verboten gewesen, aber das wollte ich im Urlaub einfach nicht. Einfach nur den Moment genießen, würdigen. Wir sind am nächsten Tag nochmal wiedergekommen, weil es einfach so schön war. Allein die farblichen Übergänge hier, die verschiedenen Rot-, Gelb-, Weißtöne. Absolut einzigartig. Sehr schön zu erkennen, der Reishi, dass er hier so einen Stiel bildet. Das war wirklich ein toller Moment, muss ich sagen. So, das ist der Reishi. Reishi ist sehr, 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 sehr stark entzündungslindernd, ist ein starkes Tonikum für die Leber, regt den Magen-Darm-Trakt an und ist in der chinesischen Medizin das wertvollste Naturheilmittel. Und in der Wissenschaft wissen wir, warum. Reishi ist sehr, sehr stark entzündungslindernd und die meisten chronischen Erkrankungen hängen mit chronischen Entzündungen zusammen. So, und der Eichhase, ähnlich wie der Maitake, wäre so ein Exemplar, finde, die sind sehr groß, sehr üppig, auch sehr lecker. Genau, das heißt, wir haben mit Reishi, Maitake und Eichhase ein sehr einfaches und auch günstiges Entgiftungsprotokoll. Im Vergleich zu einer Chelate-Therapie ist die sanfte Entgiftung, die ich hier vorgestellt habe, deutlich günstiger, ist nicht ärztlich angeleitet. Ich würde nicht sagen, dass sie genauso gut ist wie eine Chelate-Therapie, aber sie funktioniert auch. Wer da ein bisschen nachlesen möchte, ich hänge hier noch ein paar Studien ran über den Maitake, über seine Schwermetallbindenden. Ach, das kann ich kurz vorstellen. Ist eine sehr interessante Studie. Man hat quasi Ratten Quecksilber gespritzt und die eine Rattengruppe hat Maitake zu fressen bekommen, die andere nicht. Und die Maitake-Gruppe hatte dann am nächsten Tag, am übernächsten Tag, 50% weniger Quecksilber nachweisbar als die Gruppe, die keinen Maitake bekommen hat. Das heißt, die haben wirklich eine große Ladung Quecksilber gespritzt bekommen und der Maitake hat das Quecksilber sofort gebunden und ausgeschieden. Also Maitake enthält ein paar Proteine, Polysaccharidproteine, die sehr, sehr stark Schwermetalle binden können im Körper. Hier noch eine schöne Studie. Reishi ist sehr, sehr entzündungslindernd und leberfördernd. Schützt die Leber nicht nur vor den Auswirkungen von Schwermetallen, sondern auch vor Umweltgiften, wer das nachlesen mag. Auch wer Leberprobleme hat oder bei einer Entgiftungskur kann die Leber auch wirklich unter Druck geraten, ist der Reishi eine sehr, sehr starke und natürliche Anregung der Leberentgiftung. Und ich würde sagen, dass die Pilze, dass die drei Pilze allein schon sehr stark sind zur Schwermetallentgiftung. Zusammen mit dem Entgiftungsprotokoll, das ich genannt habe, noch stärker. Und zusammen mit einer Chelattherapie oder einer Amalgamentfernung auf jeden Fall auch sehr sinnvoll. Also, ja. Wer die nachlesen möchte, die Studien, auch hier noch ein Review zu Eichhase, die lymphanregenden und entgiftenden Eigenschaften von Eichhase. So. Das ist noch eine kleine Studie, die aktuell durchgeführt wird. Leider haben wir nicht noch mehr Ergebnisse. Das ist eine Studie, die in Madrid durchgeführt wird bei belasteten Fabrikarbeitern. Ich habe da Kontakt zum leitenden Arzt. Und die Fabrikarbeiter haben quasi hier den Bleigehalt bei Woche 0, haben dann ein ganz einfaches Entgiftungsprotokoll mit Maitake und Eichhase-Extrakt gemacht und Vitamin C, früh und Mittag hier eine Kapsel. Und man sieht, dass im Laufe der Wochen die Bleibelastung im Blut deutlich zurückgeht. Und wenn wir, also die sind jetzt bei Woche 20 ungefähr, sind die Ergebnisse wirklich sehr vielversprechend. Also bald wird diese Studie wahrscheinlich auch publiziert
Und ich finde es sehr erstaunlich, wie das es wirklich funktioniert, dass man mit Vitalpilzextrakten auch Schwermetalle aus dem Körper ausleiten kann. So, jetzt haben wir auch viel über Schwermetalle geredet. Bitte, ich empfehle Vitalpilze als Extrakte. Extrakte haben ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das heißt, man kann mit den Pilzen auch kochen, man kann mit den Speisen zubereiten, Tinkturen zubereiten, aber Extrakte sind auf Dauer am günstigsten. Es sind sehr potent und es ist kein Aufwand. Also wenn ich mir jeden Tag ein Reishi-Sud kochen müsste oder eine Tinktur, das ist sehr, sehr aufwendig. Jeden Tag mit Maitake kochen wäre auch super teuer und aufwendig. Und einen Extrakt einnehmen ist da schon eine einfache und gute Lösung, würde ich sagen. Und wenn ihr wer das Entgiftungsprotokoll machen möchte oder wer Vitalpilze zur Entgiftung auch für Schwermetalle nutzen möchte, achtet bitte auf Qualität. Die meisten Vitalpilzprodukte auf dem Markt sind gestreckt oder gefaked. Viele Billigpräparate, die wir finden, also die Produkte auf Amazon, die zu günstig sind, um wahr zu sein, sind oftmals selber mit Schwermetallen belastet, werden auf irgendeinem Hinterhof in China gezüchtet. Also Qualität hat seinen Preis und das ist besonders bei Vitalpilzen der Fall. Ihr wollt damit Schwermetalle entgiften und nicht euren Körper mit zusätzlichen Schwermetallen belasten. Das heißt, bitte, wer Vitalpilzextrakte nutzen möchte, empfehle ich die Produkte der Firma Hifas-Terra. Und da gibt es ein auch beim letzten Webinar bereits vorgestelltes Paket aus Maitake und Eichhasa-Extrakt mit etwas Vitamin C. Da haben wir 15 Euro Rabatt rausgehandelt. Wer das kauft, da bekomme ich auch eine Provision. So finanziere ich dieses Webinar. Das heißt, ihr unterstützt die Firma, die sehr, sehr gute Arbeit leistet. Hifas-Terra baut die Pilze alle selber an in Nordspanien unter biologischen Bedingungen, macht Dualextrakte draus, die besten Extrakte, die wir aktuell auf dem Markt haben. Das heißt, ihr unterstützt diese Firma, ihr unterstützt meine Arbeit und ihr unterstützt die Möglichkeit, diese Webinare hier für alle kostenlos zu veranstalten. Das ist das Basispaket für Entgiftung mit Vitalpilzen. So eine Packung hält 2,5 Monate. Jeden Tag eine Kapsel, früh vor dem Frühstück mit Vitamin C. Vitamin C erhöht die Bioverfügbarkeit um 30, 40%. Das sind Tageskosten von etwa 2 Euro. Allerdings, wer die gerne längerfristig zur Entgiftung nutzen möchte, das ist dann wirklich auch eine Frage von mehreren Monaten. Also kann es auch nötig sein, hier mehrere dieser Pakete zu holen, zusammen mit den anderen Nährstoffempfehlungen in diesem Webinar, vielleicht auch zusammen mit einer Infrarotkabine, ist das so mit die beste Möglichkeit, auch gesunde Ernährung natürlich, wie ihr Schwermetall aus dem Körper nachhaltig ausscheiden könnt. Das ist das Basispaket. Es gibt noch ein Premium-Paket mit Reishi, das heißt Maitake, Eichhase und Reishi-Extrakt. Das heißt, Maitake bindet die Schwermetalle, Eichhase regt die Lymphe und die Niere an und Reishi regt Darm und Leber an und lindert Entzündungen und Vitamin C zur Aufnahme. Hier haben wir sogar noch einen Preisnachlass von knapp 33 Euro ausgehandelt. Wer das nutzen möchte, beide Links findet ihr jetzt im Chat. Der Chat müsste jetzt irgendwo im Webinarfenster als Fragezeichen zu sehen sein. Ihr findet diesen Link auch in der E-Mail, die ihr gerade erhalten habt. Und ihr findet den Link auch im Skript, auf das ihr zugreifen könnt. Genau, damit unterstützt ihr auch meine Arbeit. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, ihr habt damit auch Produkte, die für eure Gesundheit nachhaltig absolut vorteilhaft sind, die auch gut für Stoffwechsel, Immunsystem, für eine natürliche Verdauung sind, aber eben auch für eine nachhaltige und gesunde Entgiftung. Und als Teilnehmer dieses Webinars bekommst du da ordentlich Preisvorteil, wenn du das gerne nutzen möchtest. Wie gesagt, dieses Paket hält 2,5 Monate. Das sind wir dann bei Tageskosten von 2,50 €. Hält 2,5 Monate. Ihr könntet dieses Paket auch 2 bis 3 Mal direkt euch erwerben und dann nach einem halben Jahr nochmal im Blut nachmessen. Und zusammen mit den anderen Empfehlungen aus diesem Webinar sehr, sehr effektiv und auf jeden Fall eine gute Starthilfe, aber auch eine gute längerfristige Lösung. Bei Fragen gerne einfach melden im Webinar-Chat hier oder per E-Mail. Das sind wir eigentlich schon bei der Zusammenfassung. Mensch, so geht die Zeit rum. Also, Zusammenfassung und Tipps. Schwermetallbelastung im Körper und im Leitungswasser am besten messen. Gucken, hast du Symptome, hast du vielleicht Folgeprobleme von Schwermetallen?
Dann Plastik und Kosmetika reduzieren und meiden. Möglichst saisonal, regional ernähren. Möglichst bio ernähren, wenn es geht. Und zumindest natürlich und unverarbeitet. Viel Zeit in der Natur verbringen, um auch die Umweltgifte auch wieder auszuscheiden, also abzuatmen und euch zu erden. Nahrungsergänzungsmittel, die dabei helfen können. Hier fehlen noch Omega-3-Fettsäuren. Viel Wasser trinken. Regelmäßig Bewegung und Sport. Und vielleicht auch eine Infrarotsauna, wenn ihr den Platz daheim habt, überdenken. Das wäre im Grunde das Schwermetallprotokoll oder das Thema Schwermetalle ganzheitlich. Wie gesagt, bitte, wenn ihr eine Schwermetallbelastung feststellt und eine Entgiftungstherapie starten wollt, erst gucken, ob Darm und Leber fit sind und dann entweder die sanfte Entgiftung oder vielleicht sogar eine Chelattherapie zusammen mit dem Therapeuten angehen. So werdet ihr Schwermetall wieder los. Schwermetalle loswerden dauert ein paar Monate. In seltenen Fällen dauert es auch ein paar Jahre. Aber so funktioniert das. Man braucht Geduld. Es ist vielleicht auch nicht billig, aber es ist längerfristig die gesündeste Alternative, anstatt die Schwermetalle einfach im Körper zu lassen. Von allein gehen die da nicht mehr so raus. Aber ihr könnt den Körper wirklich über verschiedene Wege, über Schwitzen, Ernährung, Nahrungsergänzung, Vitalpilze sehr gut unterstützen. So. Ich hoffe, es war verständlich. Ich hoffe, es hat gefallen. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für eure Zeit, Aufmerksamkeit, für euer Vertrauen auch, für euer Interesse. Ohne euch würde ich das hier auch nicht machen. Vielen Dank schon mal für die Fragen, die vorab schon gekommen sind. Und jetzt freue ich mich auf eine gute Fragerunde mit euch. Auch wer sich hinterher hier die Aufzeichnung anguckt, viel Spaß dabei, viel Spaß mit dem Skript, vor allem auch viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn ihr Fragen habt oder euch noch nicht sicher seid, schreibt mir gerne eine E-Mail und dann können wir das auch gerne zusammen angehen. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Noch einen schönen Abend und für alle, die jetzt in der Fragerunde dabei sind, bis gleich.